Samstag, 22.04.2000. Hallo, du übernimmst heute die RB 12819 der Teutobahn von Münster nach Osnabrück. Rüste deinen Karlsruher Steuerwagen auf, die Abfahrt ist um 12:05 Uhr. Information Zugart O, VMAX 120, gute Fahrt. Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2019 mit mir, den Philipp. Und heute möchte ich euch ein neues Szenario auf der Strecke Münster-Bremen gerne vorstellen. Und zwar fahren wir diesmal zu Anfang der Jahrtausendwende die Teutobahn, wie sie früher verkehrte, mit 3 bis 4 N-Wagen und einem Knallfrosch der Baureihe 141. Dieses Szenario ist heute erschienen und hat auch reale Fahrpläne zu bieten. Und zwar auch die reale Zugkomposition, die wir gleich sehen werden. Deswegen klicke ich mal auf das X. Zunächst einmal rüsten wir unseren Steuerwagen auf mit SIFA und PZB. Das Spitzenlicht an. So, machen wir die Türen auf. Ja, hier unser Knallfrosch. Die BR 141 378. Der Szenarioersteller hat auch ein Bild dieses Zuges mit reingepostet, wie er auch so verkehrte in dieser Reihenfolge: Grün, zweimal Rot und Silber. Auch mitgeliefert werden hier die Anzeigetafeln, hier die alten noch mit Faltblättern, Regionalbahn Osnabrück Hauptbahnhof über Längerich-Haßbergen und hier auch der Regionalexpress nach Emden, der Emsland-Express mit über Rhein-Meppen. Und hier stehen auch noch andere KI-Züge, hier ein RE in Richtung Hamm mit 3 Wagen und im Sandwich, eine 215 nach Coesfeld oder 218 und dann da auch der Hartexpress nach Essen mit 110, in der Realität fuhr er mit 111, späteren Jahren auch mit der BR 146.0, eine 218 in Richtung Warendorf, Reda-Wiedenbrück, Bielefeld. Das ist unser Zug, unser Karlsruher Kopf. So, genau, gut. Stellen wir das Zielschild auf Regionalbahn, weil die originalen Zugschilder habe ich, Zugzielanzeige habe ich jetzt hier nicht installiert. Wir sind ja auch eine Regionalbahn. Ja, installiert habe ich mir auch den RW Exchanger, der wirklich sehr gut ist. Den Reshade habe ich rausgeschmissen, weil der wirklich sehr viel Performance gefressen hat. Und mit dem RW sieht das auch wirklich echt viel geiler aus, finde ich. Auch natürlicher die Farben, nicht so knallrot. Naja, in echt sieht das ja auch nicht aus wie schon Kunst, ne? Also, ja. Ja, als erstes müssen wir noch in die Lok gehen, den Lüfter einschalten, weil das die RW-Wagen sind dazwischen. Machen wir schon mal den Lüfter an. Ja, wir halten ganz normal, wie heute auch. Auf der Rollbahn geht es gleich los. Zunächst einmal müssen wir noch einen Intercity vorbeilassen, der in Richtung Basel unterwegs ist, der gleich kommen wird. Auch schon mit einer 101 bespannt und gemischten IC-Wagen noch in dem Orientrot mit dem rosa Streifen, dann auch in Verkehrsrot und noch ein blau-beiger dabei. So, die Ausfahrt steht auch schon. Noch mit Bordrestaurantwagen. Na, Frosch.
Ja, normalerweise ist die Abfahrt der Teutobahn von Gleis 8, aber ich denke mal, da wird das wahrscheinlich so real gewesen sein, dass ein Umlauf vielleicht mal auf 3 gestartet ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Das ist auch schon ziemlich lange her. Das ist eigentlich das erste Szenario, was so in den 90ern spielt. Die anderen sind ja so eher zur Neuzeit. Rums. Handbremse ist gelöst. Okay, gut. So, das brauchen wir nicht mehr. Ich kann auch nämlich ohne Streckenmonitor die Strecke fahren. L für Längerich, beim Emsland Express stand R für Reine. Verlassen Münster Hauptbahnhof. Drei Kästchen heute nur, es wird schon kuschelig nach Hemden. Und zack. Schön Parallelausfahrt. Das finde ich cool. Ja, das mache ich auch mal an. Guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste. Das Team begrüßt Sie herzlich in der Teutobahn Osnabrück, bei Längerich-Hasbergen. Wünsche angenehme Fahrt. Nächster Haltezug ist das Westbebern. Da fährt er. Nach Hemden. Schön. Herrlich. Gefällt mir richtig. Wie früher mit Karl Frosch. Ich muss auch sagen, mit diesem RW-Air-Changer sieht das Ganze auch viel besser hier aus. Nicht so knallig grün, sondern halt diese natürlichen Farben und das macht dann auch mehr Spaß. Und auch dieser Blumeneffekt mit dem Sonnenschein da, anstatt einen Reshade zu haben, der dann auch mindestens 10 FPS zieht, das macht sich dann schon bemerkbar in der Aufnahme. Und ja. Ja, nochmal kurz zum Thema OMSI. Das kann ich ja ruhig auch mal ansprechen. Gibt es natürlich auch Leute, die auch TS gucken und dann, warum sie auch mal wissen, was wollen. Ja, also im letzten Video, das meinte ich ja dann auch wirklich ernst, dass ich dann mit OMSI aufhören werde. Also ich denke mal, Rohr mache ich noch ein Video und dann war es das auch. Und wenn dieses Solaris-Bus-Add-on mal kommt, dann auch. Aber sonst regelmäßig, wie jetzt Train Simulator, wird es OMSI nicht mehr geben. Und was ich auch noch sagen wollte, wer natürlich dann meint, ja, ich deabonniere dich oder so, dann sage ich, dann tut es bitte. Das ist kein Problem. Reisende soll man nicht aufhalten. Und ich denke mir mal, wer dann noch meinem Kanal treu bleibt, das sind auch dann wirklich die wahren Fans und wahren Abonnenten, wo ich mir dann sage, das sind so Leute, die dann auch dann immer noch bei einem bleiben und unterstützen, obwohl er das halt nicht mehr macht, was sie gerne geguckt haben. Ne, weil ich habe ja auch viele Train Simulator Zuschauer genauso wie OMSI und viele gucken gern OMSI und Train Simulator auch beides. Gibt es ja auch. Deswegen. Und da mache ich mir auch keine Gedanken drum. Mein Gott, dann sind es halt mal ein paar weniger und, aber ich muss auch ein Spiel spielen, was mir auch Spaß macht und ihr dann seht, ach, dem Philipp macht das total Spaß
und macht da wieder ein neues TS-Video. Ach, guck mal, der freut sich richtig, das hier zu machen. Und nicht, wenn ich da sitze und so, langweilig. Das macht dann keinen Sinn. Stimmt. Ja, zu der Strecke erkläre ich jetzt hier nicht sehr viel in diesem Video. Da kann man sich ruhig die anderen Videos mal anschauen, wie zum Beispiel der Westfalenbahn. Oder halt den Livestream, was ich da mal gemacht habe. Da habe ich ein bisschen auch dementsprechend mehr zur Strecke erläutert als jetzt hier. Aber so die wichtigsten Sachen kommen hier auch dran. Wie zum Beispiel in Münster natürlich die Strecke rechts ging nach Warendorf und links halt in Richtung Emden, Norddeich-Mohle über Rheine, Meppen-Leer. Und die in Münster Zentrum Nord abzweigende Strecke nach Gronau-Enschede in Niederlande. Natürlich in Zuidmühle rechts eingemündet die Umgehungsstrecke aus Richtung, von den Strecken aus Richtung Hamm und Essen, Abzweig-Lechtenberg. Schön Hannover Design. Ja, die guten alten Zeiten der Deutobahn sind vorbei. Schön mit 141, zuletzt 110. Bevor die Westfalenbahn übernahm, fuhr letztmalig N-Wagen mit 110, Bügelfalte. Auch schön. Karlsruhe-Kopf. Ich glaube, Wittenberger war ab und zu auch mal. Kann mich aber nicht mehr so dran erinnern. Der nächste Halt, West-B-Bahn, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So könnte es sich angehört haben, wenn man in dem Wagen gesessen hat. So richtig schön, so manchmal aber auch Genuschel und herrlich. Wie viel FPS haben wir hier? 40 FPS, das ist doch annehmbar. Überfahrt Fluss Ems. So, wir sind eigentlich gut pünktlich. Wann müssten wir hier sein? 12 Uhr, ja. Ich denke mal, das können wir wieder in die Tonne kloppen. Da müssen wir anfangen zu bremsen. SB waren unser erster Halt. Ja, wir fahren mit 4 Kästchen. Normalerweise fuhr die Deutobahn auch mal mit 3 Wagen, aber ich denke mal zu so Mittagszeiten wie jetzt fuhr der auch mal mit 4. West-B-Bahn. Knallfrosch. Da passt so schön dieses mintgrüne Türkise mit dem Ozeanblau-Beige. Sieht echt schön aus, finde ich. Und dann sind im silbernen Steuerwagen ja die bunte Bahn halt, ne? Zur Jahrtausendwende bunt. Ja, ich kriege jetzt hier ein X vorgesetzt, ist mir auch echt egal, ganz ehrlich. Ja, wusste ich's doch. Aber man hört jetzt irgendwie nicht das Knallen. Ja, das kommt halt, weil da hier diese RW-Wagen zwischen sind. Schade eigentlich. Finde ich jetzt ein bisschen blöd. Aber naja.
Ja, da muss man halt diese Silberlinge zwischenpacken, aber nur Silber fahren ist auch immer langweilig. Hörst du schön gemischt. Muss man halt mal auf was verzichten. Ja, es gibt ja jetzt einen neuen Zug, der rausgekommen ist, diesen TGV Resort, aber ich denke mal, so besonders finde ich jetzt nicht, dass ich den jetzt unbedingt da einen Test machen muss, weil zumal sowieso viele von euch französische Züge nicht so unbedingt mögen oder sehen müssen. Deswegen sehe ich da auch keinen Sinn, das zu machen. Ich habe mir den aber gekauft. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der nächste Halt aus B-Bahn, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Fahrplan ist hier echt nicht einzuhalten, ey. Ist eine Minute da. Mal gucken, die Bremse hier nicht gelöst. Und hier lösen alles sehr kurz. Gut, wieder im Führerstand. Und warten. Komisch. Weiter geht's. Exalt, Kattenfenne.
Grad 1 wieder. Bin in der Regio. Das ist der von Berlin. Glaube ich, oder? Ne, ein anderer wahrscheinlich. Ich sehe jetzt nicht genau. Nächster Halt, Kartenfenne, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Kartenfenne. Fertig. Ich sah längerig.
Ja, ich hoffe mal, dass in der nächsten Zeit auch noch so Fernverkehrsszenarios kommen in den 90ern, die spielen, oder halt Anfang der Jahrtausendwende Interregio oder so. Mal gucken. Güterzug. 9,50. Der nächste Halt, Längerich. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Über uns die Strecke der Teutoburger Waldeisenbahn. Oh, halt erwarten. Aha. Signal gestört oder was? Also ich weiß nicht, was der Szenarioersteller hier eigentlich gemacht hat, dass da man den Fahrplan gar nicht einhalten kann. Das verstehe ich auch nicht. So, einmal Erteil drücken, nicht, dass ich gleich noch eine Zwangsbremsung bekomme. Ich sage Natrop Hagen. Jetzt gleich in den Längericher Tunnel.
Rein in den Tunnel. Inkus. Kalfosch. Ah, im Sandwich sogar. Im Schlepptau. Silberlink! Der nächste Halt, Nahtruppwagen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hier befand sich früher der ehemalige Schrankenposten 103 am Kilometer 103,0. Er war der letzte seiner Art der Rollbahn. Hier ist die LZB zu Ende. Die LZB beginnt erst wieder hinter Osterkappeln, also hinter Osnabrück, kurz vor der Mittellandkanalüberquerung. Also natürlich, wer natürlich gerne mal ein Test des TGV so sehen möchte, der sollte das unter diesem Video posten. Dann kann man da mal was machen. Ja, der bremst auch total schlecht mit den Wagen, ne? Ja, und da haben wir jetzt auch verkackt. Oder? Ja, so knapp. Knapp daneben ist auch vorbei, kann man sagen, ne? Ja. Naja, egal. Nix halt, Hasbergen. Ja, also der Fahrplan ist echt hier nicht einzuhalten. Ich weiß nicht, ob das in der Realität üblich war, dass die Teutobahn da ein bisschen zu spät immer war. Ich weiß es nicht.
Der nächste Halt, Hasbergen. Der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also wie gesagt, Link zum RW-Exchanger und zum Szenario selbstverständlich in der Videobeschreibung. Natürlich findet ihr auch dort den neuen Twitch-Kanal dann von mir. Da werdet ihr auch verlinkt. Wird auch verlinkt, meine ich. Ja, als nächstes Train Simulator wieder wollte ich dann Freiburg Basel Reloaded euch zeigen. Hier die aktuellste. Gibt es ja auch wunderschönes Szenarios von Edgar mit der 146.0 und einem RE nach Basel-Bad von Freiburg. Das wird als nächstes drankommen, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Es sei denn, ich mache vielleicht am ersten Weihnachtstag einen Livestream, dann kommt das schon eher dran. Aber ich habe mir gedacht, Münster-Bremen so mal eben schnell. Ist eigentlich ganz gut, so ein kleiner Lückenfüller und vor allem so 90er Jahre, beziehungsweise Anfang der 2000er Jahre ist es mal ganz nett, weil eigentlich gibt es keine Szenarios, wo man mit N-Wagen hier rumfährt. Hasbergen. Auf. Da kann Frosch. Und Abfahrt. Nächster Halt ist auch schon Osnabrück. Ja, also der Mod, der zieht ja wirklich gar keine Performance. Ne? Man hat hier echt konstante FPS-Zahlen und dann macht das Aufnehmen auch Spaß und das Fahren generell auch. Und sieht auch alles nicht so künstlich aus. Haben ja auch schon viele geschrieben, hier der Kontraste ist da echt für die Tonne. Das ist mir dann auch wirklich aufgefallen. Deswegen habe ich den auch rausgeschmissen, den Reshade und den reingepackt. Wird auch immer ständig aktualisiert, kostet 10 Euro. Ständig Updates. Ich finde, das lohnt sich ja eigentlich. Wenn der Grafikmod gut ist, dann zahle ich dafür auch Geld. Rechts die Strecke aus Bad Rothenfelde. Mündet gleich rechts ein. So, Münster-Bremen muss ich echt sagen, das ist wirklich eine der besten Strecken für ein TS. Muss man jetzt einfach mal sagen. Super Detailverliebtheit, super Vegetation, nix von Kujuju. Sieht man auch super tolle Signale und sehr lange Fahrzeiten, also echt
Super. Gefällt mir richtig. Da lohnen sich auch die 35 Euro. Oh, schöne 218 hier. In TE-Farben. Wo bist du? Nächster Halt, Osnabrück Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte aussteigen. Der Ausstieg befindet sich dann in Fahrtrichtung links. Unsere Ankunft ist auf Gleis 1. So, wir erreichen langsam aber sicher Osnabrück Hauptbahnhof, das Ziel unserer Reise und das Ende dieses Let's Plays. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, einen Kommentar drunter schreibt, wie ihr das Szenario so fandet. Ich fand es eigentlich ganz okay. Das ist natürlich jetzt nicht bahnbrechend, ne? Aber ist ganz okay gewesen. So, mal eben für zwischendurch, mal eben Teutobahn fahren in alten Zeiten. Völlig super geeignet. Und auch wenig Material wird gebraucht. Echt super. Kann ich empfehlen. Einfahrt mit 60 erwarten, beziehungsweise ist 60. Der Bahnknotenpunkt Osnabrück wird erreicht. Ja, wie gesagt, in dem Link findet ihr auch den Link zum neuen Twitch-Kanal. Da könnt ihr auch schon mal ein Abo da lassen. Da werdet ihr immer informiert, wenn ein Stream beginnt oder läuft. Natürlich, wenn der Weihnachtsstream kommen sollte, werde ich dann noch ein Video zu machen. Das wird sich dann morgen entscheiden, ob ich den mache oder nicht. Weil ich halt zu meinen Eltern fahre, ne? Weihnachten sollte man ja auch mit Familie verbringen. Und ja, am zweiten Weihnachtstag habe ich auch noch frei. Ich habe Weihnachten über frei. Und den ersten würde ich dann den machen. Und zweiten habe ich nochmal frei, kann ich mich nochmal ausschlafen. Dann habe ich wieder Frühschicht. Ah, da wartet der Regionalexpress. Nach Bremen mit 110. Auch der Intercity möchte so langsam aber sicher aufbrechen. Oh, sogar noch sehr schön mit den alten Wagen hier, Übersatzfenstern. Von Münster, Regionalbahn. Ja, hier sind wir auch unpünktlich. Die zwei Minuten war immer verspätet. Endstation. Mir hat das vorhin Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Schade nur, dass der Knallfrosch nicht geknallt hat, aber naja. Boah, schön. Scheibenbremsen. Herrlich. 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 Da steht er. Ja, der hat auch gleich ab. Der ist ja immer ein super toller Anschluss. Hat sich auch nie was geändert. Schöne Zeiten waren damals. Schade, sie haben das ja nicht erfolgreich beendet. Aber das Let's Play habe ich erfolgreich beendet. Macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.